Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute habe ich einen Squad-Builder für euch vorbereitet, und zwar ein richtig günstiges Starter-Team. Das Team dürfte zu Beginn maximal 15.000 oder so kosten und ist richtig, richtig overpowered. Ich habe da versucht, wirklich gute Spieler mit reinzupacken. Das Ganze in der 4-3-3-Formation, und insgesamt haben wir 5 Ligen am Start. Falls ihr einen weiteren Squad-Builder sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich habe ja gestern auch noch kurz eine Abstimmung gemacht, welches Video ihr als nächstes sehen wollt, einen Squad-Builder oder FIFA-Talk. Ihr habt euch eben heute für den Squad-Builder entschieden. Deswegen machen wir das Ganze und starten auch schon direkt rein mit dem Keeper. Wie gesagt, 4-3-3-Formation, das Team ist mega overpowered. Und ich bin auf jeden Fall gehypt, jetzt auch wieder mehr Squad-Builder zu machen. Eben auch zu FIFA 18 natürlich, ganz klar. Und ja, Akinfe ist auf jeden Fall ein ganz, ganz solider Keeper. Zu dem kann man nicht viel sagen. 80er Gesamtrating, der passt auf jeden Fall ganz gut rein. Nächster Spieler ist dann Buchetti und somit ein Italiener aus der russischen Liga. 74 Tempo, 78 Defending und 77 Physis. Geht auf jeden Fall vollkommen klar. Und den kann man auf jeden Fall ganz locker spielen lassen. Der nächste Spieler ist dann Tusky, ja, mit einem 80er Rating, 66 Tempo. Dazu 81 Defending, 72 Physis. Sind jetzt nicht die allerbesten Werte, aber auch keine schlechten Werte. Und ihr dürft am Anfang auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie glauben, dass ihr da direkt irgendwie einen Chiellini oder so reinstellen könnt, denn der wird am Anfang natürlich noch sehr, sehr viel kosten. Der Rechtsverteidiger im heutigen Team ist ein Deutscher, und zwar ist das Jung von Wolfsburg. Sebastian Jung mit einem 77er Rating. Die Ratings werden sich natürlich noch ein bisschen verändert bis zum Start von FIFA 18, aber das kann ich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau wissen. Jung hat auf jeden Fall 77 Pace, 74 Defending, 71 Physis und sonst auch wirklich sehr, sehr gute und solide Werte. Der nächste Spieler ist dann der Linksverteidiger, und das ist ein Goldspieler, und zwar ein 75er Rating Spieler mit 78 Tempo, 79 Physis und 72 Defending, also auch wirklich sehr, sehr solide. Und somit gehen wir jetzt links über die Calcio ein bisschen und rechts über die Bundesliga. Also links gehen wir rein mit dem ersten Spieler, und das ist der gute alte Chiofrey. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall ist es Kondogbia. 72 Tempo, 83 Defending, 81 Physis, 71 Passen und sogar 76 Dribbling. Ist für mich wirklich auch in FIFA 17 ein sehr, sehr solider ZM gewesen, und den kann man auf jeden Fall gut und gerne spielen lassen. Dann kommen wir zum nächsten Mann, und das ist ein Spieler, den ich noch nie gesehen habe und noch nie getestet habe. Der hat aber ein 79er Rating und an sich auch eigentlich alles, Versprecher ist da. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass der insgesamt sehr, sehr gute Allround-Werte hat. Und zwar hat er nur 66 Schießen, aber das ist auch schon sein schlechtester Wert. Die anderen Werte sind alle über 70, und der sieht auf jeden Fall komplett solide aus, der Typ. Und dann gehen wir rein zum rechten ZM, und das ist der gute Guilavogui. Ja, ich weiß nicht, wie man ihn wirklich ausspricht. Auf jeden Fall hat er ein 80er Rating in FIFA 17 gehabt, 70 Pace, 82 Defending, 81 Physis. Also war in FIFA 17 auch ein sehr, sehr guter Abräumer. Und ja, dann gehen wir rein zum linken Flügelspieler, und da gehen wir nochmal in eine andere Liga. Und ja, aber eigentlich gehen wir über die Nation Frankreich. Und zwar ist das Valbuena von Fenerbahce Istanbul. 83 Tempo, 70 Shooting und 82 Dribbling. Dürfte auf jeden Fall auch wieder 4 Sterne bekommen. Und das ist natürlich sehr, sehr nice. Im Sturm brauchen wir jetzt noch einen Hyperlink, und das ist der gute Player, der eben auch bei Nizza spielt. 82 Tempo, 79 Shooting, passt eigentlich alles ganz gut. Also das ist auch wirklich ein solider Stürmer für den Start. Da kann man eigentlich nicht viel aussetzen. Und der letzte Spieler im Team ist dann der gute Salibur. Habe ich auch erst vor kurzem entdeckt, muss ich sagen. 89 Pace, 73 Shooting, 76 Dribbling, dürfte, glaube ich, 3 Sterne Skills haben. Und an sich ist das jetzt auch schon das vervollständigte Team. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dürfte, wie gesagt, so zwischen 10 und 15k kosten, vielleicht sogar ein bisschen weniger, ist kein NLW, dafür sind aber 5 Ligen am Start in der 4-3-3-Formation. Ich finde das Team auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und dann war es das an sich jetzt auch schon wieder mit dem Video. Falls ihr mehr Squad-Builder sehen wollt, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.